Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast. Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet, ihr habt gerade gehört. In der letzten Folge haben wir ein Problem gehabt, weil die Turtle sich nicht dahin getürtelt hat, wo sie hin sollte. Ich muss die jetzt erstmal wieder dahin positionieren, wo sie eben sein sollte. Das wäre, wenn ich mich nicht irre, eben dieser Punkt. Ich guck mal. Das heißt, ich muss die erstmal ein bisschen vorbauen lassen. Go. Klein. Go. Forward. Machen wir mal, was weiß ich, 10. Schauen, wo sie da hinfährt. So, 1, 2, 3, 4, 5 noch. Go forward. Und zwar 5. Jawohl. Sieht schon mal gut aus. Go. Erstmal right. Na, right. So, einmal nach rechts gedreht und jetzt muss die hierhin positioniert werden. Hierhin, da, wo ich hier bin. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. Back. 6. So, kannst du wieder zurückfahren, ja? Ja, genau. Perfekt. Und jetzt eben 4. Mal schauen, ob das klappt. Das kann ich gleich mal mit reinhauen. Ebene 4. Quatsch, Ebene 4, 4. So ist richtig. So, Ebene 4, 4, sodass er die letzte Ebene baut. Ah, warte. SDRG plus T, SDRG plus T, terminate. Verdammt, die terminiert nicht. Hallo. Verschwende mir nicht hier. Terminated. Das ist nämlich verkehrt. Die muss ja. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich muss die ja noch runtersetzen. Das heißt erstmal hier. Nochmal. Go. Right. Go. Forward. 15 machen wir mal. 15. 15. So. Da war noch ein kleiner Fehler. Ich muss die nämlich runtersetzen. Also beheben wir das jetzt schnell. Das war auch eins zu weit. Also einmal. So, weg. So. Nee, es ist so. Go left. Wir positionieren die einfach nochmal da, wo sie sein sollte. 1, 2, 3, 4. Go forward. 4. Go down 2. Das habe ich nämlich vergessen, die auf die richtige Ebene zu setzen. Und jetzt nochmal Ebene. Entschuldigung, da war ein dicker Huster dabei, den habe ich hoffentlich rausgeschnitten. Ebene 4 von 4. Okay. Ja, ich gehe ja schon. Mach du. So, die ist jetzt auf der richtigen Ebene und jetzt sollte die theoretisch wieder anfangen. Quasi hier. Was hatten die hier gesetzt? Nicht. Da unten sind Mobs. Warum hast du. Ach so, die wird wahrscheinlich eins in der Tasche gehabt haben. Da hat sie sowas gesetzt. Naja, hat so wild. Also, hier nehmen wir mal das Koppel raus. Und machen mal wieder zu hier das Loch. Muss ja nicht sein. In der Zwischenzeit kann ich ja mal in aller Ruhe hier das Koppel aus der Wand nehmen. Klack, klack. Zack, zack. Wunderbar. Wieder zumachen. Hier, so kann ich eigentlich auch gleich machen. Liegt zwar ein bisschen ungünstig, weil es direkt unter der Kiste liegt. Aber wir kommen ran. Das ist gut. Okay. Hier bauen wir auch zu, allerdings nur hier die Seite. So. Da ist die Turtle schon wieder. Ja, sie produziert jetzt haufenweise, oder sie fährt viel umsonst jetzt. Weil sie eigentlich den ganzen Mist hier schon hatte. Aber naja gut, lässt sich nicht vermeiden, lässt sich nicht ändern. Müssen wir halt erstmal mit leben. Da hinten haben wir Eisen in der in der Ebene. Die nehmen wir natürlich, das nehmen wir natürlich auch raus. Hier mache ich mal das Wasser weg. Hopp. Ganz Wasser. So, Dankeschön. Nicht, dass mir irgendwas wegwässert. Das Eisen nehmen wir aus der Wand.
Dankeschön, das kommt auch gleich mit, wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, wir haben ja so ein riesen Loch, warum sollen wir es nicht nutzen und einfach alles aus der Wand nehmen, was machbar ist. Oh, guck mal einer an, ich sagte alles. Tin kann man nämlich auch nie genug haben. Werden wir noch sehen, wenn ich vor allem meine Solarpanel-Produktion noch etwas mehr anheize, weil das, was wir jetzt haben, das ist noch lange nicht alles. Da kommt schon noch ein bisschen was. So, hopp, hopp, hopp. Wunderbar. Hier könnte ich mal noch schnell. Na, dann haben wir es mit. Und weg ist es. Zack, zack. Sehr schön. Und jetzt dürfte die Turtle eigentlich machen. Für den Rest der Folge müsste sie hier beschäftigt sein. Dann haben wir wieder eine Spawning-Ebene mehr produziert. Und hier unten, man sieht schon, sind die Mobs eigentlich da und beschäftigt. Gut. Tschüssi, Mobs. So, ich musste erstmal nochmal wieder ein Huster loswerden. Tut mir leid, Leute. Aber, naja. Krankheit, ist Erkältung, ist schlimm. So. Dieses Breath Ink, ne, das sind Goldbahnen, die kann ich erstmal hier reinlegen, brauche ich jetzt erstmal nicht. Warum ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe, ist sowieso fraglich. So, Saphir Handsaw brauche ich auch nicht, ich brauche aber eine, obwohl noch brauche ich nicht, ich haue es einfach mal mit hier rein. Die Saphir Handsaw auch. Hier unten funktioniert ja alles, ne? Ja, hier unten passt alles, die Turtelt mit Breath Ingot und Farming und so weiter und so fort. Und theoretisch, wir können ja mal kurz gucken, müsste auch hier alles immer vollkommen aufgefüllt sein. Da brauche ich nichts mehr machen. Ja, man sieht, das passt. Was ich noch machen wollte, war die Druckplatten austauschen. Ich weiß noch nicht jetzt gerade, welche Druckplatten. Na, das muss ich mit Cleanstone machen. Aber ich glaube, das müssten die Eisendruckplatten gewesen sein. Weil diese hier ja logischerweise auch auf Items reagieren. Das will ich nicht. Zack, zack. Ich guck mal, ob das die hier waren. Hopp. Und wir können einfach mal ganz pauschal eine in den Weg gesetzt. Und was drauf gedroppt. Ja, also ich muss die mal durch Stahldruckplatten ersetzen. Da unten Stahl durch. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Naja, dann machen wir halt neue 1, 2, 3, 4, 5. Genau, stimmt. Und unten die Druckplatten, die nehmen wir weg und ersetzen die eben, weil dass die verkehrten sind. Oh, hier, klack, weil. Das Problem ist halt, dass die ganzen XP, gerade wenn hier Mobs draufstehen und die XP quasi bis hierhin fallen, ja, lösen die XP aus. Und es könnte sein, dass halt doch weniger als 5 Kühe drin sind. Jetzt sind es momentan 1, 2, 3, 4. Ja. Möglicherweise war das schon so ein Fall. Geh doch mal da runter hier. Will nicht. Ach nee, vielleicht war auch eine einfach noch wieder draußen gespawnt. Nervig. Nervig, nervig. Hier unten hinten ist es auch nicht ganz so wichtig, also wenn ich hier nicht alle erwische, also nicht halb, nur halb so wild. So, hopp und hopp. Die eine da hätte ich gern noch. Und dann gucken wir mal, vielleicht mache ich das auch so, dass ich da hinten mal was anderes noch hinbaue, anstatt dieser einen Kuh. Also statt hier Glas, weil Glas reicht vielleicht nicht, dass ich hier halt noch eine Umrandung mache oder sowas. Muss ich mal gucken. Momentan funktioniert das schon so, denke ich mal. Das bisschen Sand, was wir haben, ist auch okay. Die Druckplatten, ja, können machen, was sie wollen. Und vor allem, was wichtig ist, guckt euch die Kiste an, die ist leer. Das heißt, die Turtle kann mal wieder fahren. Ist eh alles gewachsen, könnte ich es auch gleich manuell mal losschicken. Schlack, klack, klack. Bei der ist es übrigens, weil ich ja die extra so geschrieben habe, habt ihr ja sicher in den Folgen gesehen. Auch nicht ganz so schlimm, wenn die, wenn der Server mittendrin runtergefahren wird, weil die erkennt das ja. Die sucht sich dann den Weg wieder nach Hause. Das passt dann schon. Apropos nach Hause. Wir gehen mal kurz nach Hause rein. Und lernen mal kurz das Inventar ein wenig. Mit diesem. Und nehmen stattdessen diesen hier mit. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen mehr Clean. Ja, hier haben wir noch Cleanstone. Und ob ich vorne noch welchen habe. Ja, einen Haufen. Okay, weil es wird natürlich mal wieder Zeit, dass wir an dem Markt jetzt so ein bisschen was machen. Wir sind schon relativ weit oben, brauchen auch nicht mehr ganz so viel, aber ja, ganz fertig sind wir eben doch noch nicht. Hopp. Auch wenn wir hier, aber man, guck mal hier, wir haben ja schon wieder haufenweise XP-Pubel rumliegen. Das heißt, die Turtle tatsächlich und ja, haufenweise Zombies, sieht man ja hauptsächlich, das Zombie-Fleisch wird deutlich mehr.
paar Schleime kamen auch irgendwie oben an. Ah, guck mal einer an. Jetzt baut sie auch den Rest ordentlich zu. Ja. Funktioniert. Alles, was ich wollte. Hehe. So, hier hochgeflupst. Okay. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie wollte ich denn hier eigentlich weitermachen. Ich wollte hier, glaube ich, nach oben bauen. Noch eine Stufe nach oben und dann müsste ich auch schon oben sein. Das heißt eigentlich nur noch mal hier eine Rand machen. Einfach hier umranden. Ich denke, das war alles, was ich machen wollte. Und dann kann ich hier auch schon mehr oder weniger in den Boden reinziehen. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher, mache ich den ja auch aus dem braunen Zeug. Oder, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da schon eine bessere Idee. Müsste ich auch noch haufenweise davon unten haben. Aber ich verrate noch nichts. Ich verrate noch nichts. Noch nicht. Weil so ein Magierturm soll ja auch nicht mausgrau sein. Soll ja auch ein bisschen ja, Abstand und Unterschiede haben. Entsprechend einmal nach unten. Klack. Hier muss ich dann auch mal wieder auffüllen bei Gelegenheit. Nee, hab keinen Dreck mit. Mal ins Bett gehen. Und ja, dankeschön. Und gucken wir mal. Hier Netherziegel. Ich denke mal, das wird doch mal gut aussehen, oder? Hätte ich gar nicht so viel Koppel oder Pflasterstein machen müssen. Ach ja, hier muss ich auch noch die Fenster reinziehen, aber naja, ist erstmal egal. So, Netherziegel. Ich denke, das wird noch nicht reichen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal los müssen. Und zwar brauche ich das in zwei Ebenen sozusagen. Die Treppe machen wir später. Ich baue hier erstmal zu. Das heißt, ja, ich weiß, ich sehe das, dass ich hier quasi auf der äußersten, dass ich eine Ebene tiefer bin, als ich eigentlich wollte. Aber das ist auch richtig, weil ich will auch wirklich eine Ebene tiefer. Ich will quasi dieses Stockwerk oder dieses Stockwerk doppelt so stark machen. Schon alleine, weil eben unten drunter ja auch noch quasi für die eine Feuerstelle, wie der Dü eben drüben hat für seine Magie, für den Kessel, da brauche ich eine Feuerstelle unten drunter. Und ja, das geht entweder mit Lava oder ja, Netherstein würde auch gehen. Netherstein angezündet brennt ja auch permanent. Dazu braucht es halt eine doppelte Decke. Damit das eben auch funktioniert. Deswegen machen wir auch eine doppelte Decke. Unter anderem auch, weil ich ja ebenfalls einen Wasserspot brauche. Für das Soundcraft, weil ich werde es demnächst auch mal anfangen. Hehe, kann ja nicht sein, dass der Düter alles hat und da ein Vorteil ist. Nee. Vorteil gegenüber mir? Nein, nicht mit mir. Da mache ich gar nicht erst mit. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Obwohl das jetzt schon schön aussieht mit der Umrandung. Ich bin mir fast am Überlegen, hier einfach nochmal einen Rand reinzuziehen. Das ist vielleicht. Ja, ich werde das machen. Ich mache das ganz eiskalt. Ich werde dann hier draußen mit Dings nochmal umranden. In der Mitte quasi kommt, wie hier oben drauf, nochmal so eine Schicht von Netherziegeln. Und ja, ich weiß, ich baue jetzt gerade auch dazu, wo eigentlich mal die Treppe hin soll. Aber das ist erstmal egal. Die Treppe kommt später. Werde ich definitiv in dieser Folge nicht mehr schaffen. Aber ja, ich gebe mir jedenfalls Mühe, dass es demnächst mal hier wirklich vorangeht. Weil ihr seht ja, wir haben hier schon seit ewigen Zeiten das Teil hier dastehen und da rührt sich nichts. So, machen wir mal hier die Umrandung, weil das sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Als Boden, wenn da quasi ja noch eine Bodenschicht mehr ist und der die Wand quasi rausguckt. Deswegen lasse ich das so. Sah gut aus. Deswegen vollführe ich das fort. Das hier ist ja normalerweise, wie gesagt, eine Wand, die nach oben führt. Und keine Mauer mehr. Das hier ist jetzt, beziehungsweise das hier ist schon Fußboden hier. Zock, zock, lalala. Hopp. Übrigens, der Profi in Soundcraft bin ich jetzt auch nicht. Das mit den Golems, was der Dü gemacht hat, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, weil es geht. Aber es hat immer so viel Arbeit bis dahin gekostet, ihr habt das ja beim Dü gesehen, dass ich dann irgendwann sowieso schon genug hatte und dann irgendwann brauchte ich das Feld nicht mehr, deswegen hatte ich das mit den Golems gelassen. Aber die Idee trotzdem ist gar nicht mal schlecht, vielleicht werde ich trotzdem mal ein Golemfeld anlegen, zum Beispiel für Kartoffeln oder Karotten oder hast du nicht gesehen, aber jetzt noch nicht und vor allem nicht so übertrieben, wie es der Dü da drüben hat. Und ja, ich werde auch nicht so übertrieben nur Soundcraft machen, wenn ich es mache, wie es der Dü gemacht hat, weil das einfach
Es dauert mir einfach zu lang und es ist zu langwierig, wenn ihr die ganze Zeit dort eben darauf achten müsst. So, okay. Sieht gut aus. Fehlt leider ein bisschen, ja, Netherziegel. Den Netherziegel werden wir wohl oder übel später uns holen müssen. Weil jetzt geht's gerade nicht. Was ich aber mal mache, ich flieg mal Jetpack Duck, okay. Erstmal rennen wir hier rüber. Hier, diesen komischen Kackstift, der da in der Luft schwebt. Keine Ahnung, wo der herkommt. Der ist natürlich nicht vom Bü. Von mir ist er auch nicht. Aber den hole ich mir jetzt noch schnell. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sieht ja aus. Hier unten sieht man in der Zwischenzeit ja Büs angelegte Felder. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Er hat auch ja, Netherzaun genommen. Also Hüllen, war in der Hülle. Hat sich den Zaun da angeschaut. Okay. Ob das jetzt notwendig war, da den Zaun zu nehmen. Vielleicht wollte das auch nur als Inspiration, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, diese Felder, so wie sie sind, auch ob die notwendig sind, wer weiß das schon. Muss aber selber entscheiden. Wie gesagt, ist ja deine Farm. Und ja, vielleicht gehen wir da in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen drauf ein. Denn in der nächsten Folge, da ist ja schon Folge 100 und da machen wir sowieso eine kleine Zusammenfassung und so weiter. Und da schadet es definitiv nicht, wenn er mir das alles mal erklärt, was er da hat. Beziehungsweise ich werde ihm so zeigen, was ich so habe und was halt so geworden ist und wie es so geworden ist und vor allem, ja, was sich wirklich in den 100 Folgen bewegt hat. Ich hoffe, ihr schaut da rein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in dieser Folge wieder. Es ist für heute erstmal Schluss. Ich gucke nochmal schnell hier runter, dass die fertig ist, dass ich auch den Dings ausschalten kann, den Server. Jawohl, die ist fertig und steht wieder auf Startposition. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.